Hey du, schon mal im Bundestag gewesen und bei einer Parlamentssitzung zugehört? Welche Aufgaben dem Bundestag genau zukommen, erfährst du jetzt. Los geht's! Die Funktionen des Bundestags sind zum Teil in der Verfassung festgelegt. Der Bundestag gehört zur Legislative, das heißt zur Gesetzgebung, wobei er eine wichtige Rolle einnimmt. Die Gesetzesinitiative kann von der Bundesregierung oder aber teilweise auch von den Fraktionen veranlasst werden. Auf jeden Fall muss das Gesetz geplante 3 bis 4 Lesungen im Bundestag durchlaufen, bei denen es verhandelt, gegebenenfalls angepasst und schließlich angenommen oder abgelehnt wird. Jedes Gesetz wird also im Bundestag beschlossen, bevor die zustimmungsbedürftigen Gesetze dem Bundesrat vorgelegt werden. Dies zeigt deutlich die zentrale Rolle des Bundestages in der Gesetzgebung. Auch das Budget- und Haushaltsrecht zählt zu den Aufgaben des Bundestags. Das Haushaltsrecht ist ein Vorrecht des Bundestags. Die Regierung muss die geplanten Einnahmen und Ausgaben für das kommende Jahr im Bundestag und Bundesrat genehmigen lassen. Erst wenn der Beschluss vorliegt, kann die Regierung die Gesetze umsetzen. Doch im Bundestag werden nicht nur innenpolitische Debatten geführt. Auch internationale Abkommen und Verträge müssen im Bundestag ratifiziert werden, bevor sie Gültigkeit erlangen. Dabei kann der Bundestag die Abkommen nicht verändern, sondern nur annehmen oder ablehnen. Auch Auslandseinsätze der Bundeswehr werden vom Bundestag entschieden. Des Weiteren ist der Bundestag ein Ort, an dem politische Interessen artikuliert werden können. Gesellschaftlich wichtige Themen erhalten dort ein öffentliches Forum. Dabei sollen verschiedene Standpunkte kontrovers diskutiert werden, sodass sich Bürger eine Übersicht über die unterschiedlichen Standpunkte und eine eigene Meinung zum Sachverhalt bilden können. Eine weitere wichtige Aufgabe des Bundestags ist die Kontrolle der Bundesregierung. Die Fraktionen kontrollieren die Bundesregierung und versuchen, ihre Arbeit zu beeinflussen. Sie überprüfen, ob die Regierung sich an die Ankündigungen und Abmachungen hält. Dabei versucht insbesondere die Opposition, jede Abweichung öffentlich aufzuzeigen und sich selbst als bessere Alternative zur Regierung darzustellen. Zudem besitzt der Bundestag das Vorrecht, weitere wichtige Ämter in Staatsorganen zu besetzen. Man spricht auch von der demokratischen Legitimationsinstanz für politische Ämter. Der Bundestag wählt den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin mit der absoluten Mehrheit. Auch die Bundesversammlung besteht zur Hälfte aus Bundestagsmitgliedern. Sie wählt den Bundespräsidenten bzw. die Bundespräsidentin. Weiterhin hat der Bundestag Einfluss auf die Judikative. Er wählt die Hälfte der Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht und bestellt die obersten Bundesgerichte. Alles klar? Fassen wir noch einmal schnell das Wichtigste zusammen. Der Bundestag ist also das zentrale Verfassungsorgan. Er wird direkt vom Volk gewählt und verschafft anderen Staatsorganen wie der Bundesregierung, dem Bundespräsidenten und dem Bundesgericht Legitimation. Gleichzeitig ist es aber auch eine Kontrollinstanz für die Politik der amtierenden Regierung. Eine der wichtigsten Funktionen des Bundestags ist die gesetzgebende Aufgabe. Jedes Gesetz, das wirksam werden soll, muss vom Bundestag beschlossen werden. Das Budget- und Haushaltsrecht entspricht dem wichtigsten Vorrecht. Ohne diese Beschlüsse ist eine Bundesregierung nicht handlungsfähig. Wie ist aber der Bundestag organisiert? Wie arbeitet er? Das und mehr erfährst du im nächsten Teil unserer 4 Videos zum Bundestag, hier auf der linken Seite verlinkt. Mehr Videos zu den Verfassungsorganen findest du in unserer Playlist. Abonnieren, Daumen hoch und Video an Freunde teilen freut uns. Bis bald, mach's gut und ciao.